meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Erst einmal ganz, ganz lieben Dank für dieses viele Feedback auf mein letztes erstes Stempelklassenvideo. Ich bin ganz begeistert und auch überwältigt, wie viel Resonanz dieses Video gefunden hat. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, damit habe ich ehrlich nicht gerechnet, dass für sowas wirklich solch ein Bedarf da ist. Ich habe ganz viele liebe E-Mails, Kommentare bekommen und danke euch ganz herzlich dafür. Und hoffe, dass diese Interaktion auch weiter so geht, dass wir weiter im Gespräch bleiben, ihr mir auch mitteilt, kannst du mir mal das oder das erklären. Heute habe ich, wie beim letzten Mal ja schon, wir sind ja noch in der Phase der Grundausstattung. Beim letzten Mal hatten wir Werkzeug, Klebemittel und Zubehör. Und heute haben wir eigentlich auf dem Zettel Papier, Farben, Stempelkissen, Stempelsets. Die Stempelsets habe ich mal eben ausgelagert, die machen wir in diesem Video nicht. Heute widmen wir uns mal einfach den Farben, den Stiften, den Stempelkissen, den Papieren. Und die Stempelsets, die lagere ich aus, weil ich, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, ist, wir haben ja auch noch ganz tolle Stanzen. Und das mache ich dann zusammen in einem Video. Ihr werdet auch keine ganze Woche warten müssen, denn das drehe ich heute gleich noch im Anschluss mit ab. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben heute das Thema Farben, Papiere, Stempelkissen. Ich kann euch jetzt nicht das gesamte Sortiment zeigen, deswegen. Ihr habt sicherlich schon in unserem Hauptkatalog gefunden, dieser Bereich, wo so die ganzen Farben und Stempelkissen aufgelistet sind. Dazu will ich euch ganz kurz noch was sagen. Wir haben grundsätzlich vier Farbfamilien, die dauerhaft im Bestand sind. Und zwar sind das die Signalfarben, die Pastellfarben, die Prachtfarben und die Neutralfarben. Dazu kommen dann noch jeweils für die Dauer von 2 Jahren, ein Jahr jeweils überlappend, die In-Color. Wir haben im Moment, und das sind immer ein pastelliger und ein kräftig farbener Part, also wir haben im Moment noch gültig, noch bis Juni, bis der neue Hauptkatalog kommt, unsere In-Color 2013 bis 15, das sind diese pastelligen Farben, die habe ich auch gleich mal hier, das sind Candiszucker, Jade, Altrosé, Pistazie und Rhabarberrot, das ist eine pastellige Palette. Und dann haben wir noch die aktuellen In-Color, die neuesten, das sind die von 2014 bis 2016 gelten. Das sind richtig kräftige Farben. Das ist Waldmoos, mein absoluter Liebling der Wintersaison und es bleibt auch weiterhin, ist Lagunenblau. Dann haben wir Orangentraum, Brombeermoos, auch eine sehr beliebte Farbe, besonders wenn man sie an den Fingern hat. Und dann haben wir noch Honiggelb dabei. Warum erkläre ich euch das so detailliert? Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr am Anfang so für Farben braucht, entscheidet euch doch ganz einfach. Erstmal seid ihr mehr der pastelligfarbene oder der kräftigfarbene Typ. Weil ihr könnt zum Beispiel dieses Set hier unten, das ist falsch eingeblendet, ich glaube 36,95 kostet es, da habt ihr alle 5 Stempelkissen dabei und ihr habt ein gemischtes Pack 20 Blätter Farbkarton. Von allen Farben jeweils 4. Also 4 in 5 Farben, 4 Blätter in 5 Farben. Und das, dann habt ihr eine Familie, die in sich geschlossen sehr gut zueinander passt, zusammen. Das ist ein Tipp. 36,95, das ganze Set, ist ein Tipp, müsst ihr entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, so, oh nee, da gefällt mir die oder die Farbe nicht, dann könnt ihr euch, dann müsst ihr euch mal entscheiden, seid ihr so, was seid, es geht grundsätzlich immer darum, was seid ihr für ein Typ? Seid ihr Signalfarben, Pastellfarben oder Prachtfarben? Die Prachtfarben sind so Herbst- und Weihnachtsfarben, finde ich. Pastellfarben ist für mich Frühling und Signalfarben ist Sommer. Und da müsst ihr einfach mal gucken, jetzt gehen wir in den Frühling, da haben wir die Pastellfarben und ja, das ist immer schwierig zu sagen, ich weiß nicht welche. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe ein Designpapier, das will ich unbedingt haben. Oder aber ihr sagt, ich nehme einen von den kleinen Blocks und mit dem Papier, mit den Designpapieren zu starten. Die sind für 8,50 Euro echt erschwinglich und haben ein schönes Format. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich mich total verhattert. Aber wir machen mal weiter. Das eine geht irgendwie nicht ohne das andere. Wenn ihr einen kleinen Block habt, zum Beispiel ein Designpapier, das ist jetzt hier das Designpapier Mondschein. Da sind euch die Farben oftmals auch schon vorgegeben, die da drin sind. Hier haben wir Anthrazitgrau, Brombeermoos, Honiggelb, Lagunenblau, Sahara Sand und Flüsterweiß. Dieser Block passt zum Beispiel ganz gut zu unseren
In-Color, in den kräftigen In-Color von 2014 bis 2016, wo Brombeermousse und Lagunenblau drin sind. Dann haben wir noch einen zweiten Block, der hat so ein bisschen blumige Motive. Das ist dieser. Und der hat halt Pistazie und Rhabarberrot dabei, hier auch nochmal Lagunenblau. Und der passt halt sehr gut zu unseren Farben, zu unseren In-Color, die auslaufen, also die 2013 bis 15. Wir haben aber auch so noch große Designpapiere, 12x12. Und da habt ihr hier auch immer, zum Beispiel ist das jetzt hier das Rückblende, da sind drin die Farben Aquamarin, Currygelb, Glutrot, Schiefergrau, Schwarz, Vanille pur. Da habt ihr im Prinzip schon mal eine Vorgabe, welche Farben ihr vielleicht im Bestand haben sollten, welche da gut dazu passen. Und dann entscheidet ihr euch einfach, haha, sucht euch Farben aus, die euch gefallen. Das Sortiment erschlägt einen, das weiß ich. Aber fangt an mit 2, 3 Farben. Nicht zu viel wild durcheinander. Bleibt so ein bisschen im Bereich einer Farbfamilie und ergänzt dazu Neutralfarben. Mein Tipp ist immer, sucht dir 4 bis 5 schöne miteinander korrespondierende farbliche Stempelkissen aus und nimm dazu ein neutralfarbenes Stempelkissen, wie zum Beispiel das Savanne oder aber auch das Espresso. Savanne finde ich eigentlich ganz schön, weil mein Tipp im Papier nachher auch noch lautet, das Savanne-farbene Papier ins Basic zu nehmen, weil ihr damit echt schöne Karten, bing, das war meine Lampe, Kartenbasen machen könnt. Wir haben nachher, da komme ich gleich nochmal zu, auch noch die Marker. Mit denen könnt ihr auch eure Stempel einfärben, was ich eine total süße Idee finde und euch für den Anfang vielleicht hilft. Die Marker gibt es meistens nur im Set, aber den zum Beispiel in Espresso, den bekommt ihr auch einzeln, das seht ihr dann hier. Also in den Neutralfarben gibt es den in Savanne und den in, ach, gibt es gar nicht mehr. Ey, gucke mal. Früher gab, ach nee, doch hier, Entschuldigung. Guck mal nur zurück. Das sind die Mixmarker. Also in den Neutralfarben zum Beispiel hier. Stampin' White Marker. In Schwarz, Savanne, Espresso und Schiefergrau. Das sind echt schöne Basics. Und den könnt ihr euch dann mit dazu holen. Ich zeige euch dann auch nochmal, wie man Stempel einfärbt. Aber zu den Farben kommen wir gleich nochmal. Also zu den Stiften, Kolorationsmöglichkeiten, die wir haben. Also bei den Papieren. Wie gesagt, sucht euch 2, 3 Farben aus. Ihr habt auch in diesen Farbfamilien immer, entweder wenn ihr jetzt sagt, ich möchte die gesamte Farbfamilie haben, was ich übertrieben finde für den Anfang, könnt ihr euch das als Stempelset, die Stempelkissen kosten 6,50 Euro einzeln und ihr könnt euch das ganze 10er-Pack kaufen für 59,95 €. Finde ich aber übertrieben und too much für den Anfang. Was vielleicht eine Alternative ist, sind die White Marker. Die bekommt ihr im 10er-Pack auch jeweils einen aus jeder Farbfamilie, die bekommt ihr im Set. Ist auch eine Geschmackssache, ob man gleich alle haben muss. Was aber ganz schön ist, ihr habt gemischte Farbkartons. Also ihr habt 20 Blatt, da sind je Farbe 2 Blätter in einer gemischten Packung drin. Das finde ich für den Start ganz schön. Dann habt ihr einmal so die gesamte Bandbreite einer Farbfamilie. Zu den Farben insgesamt, ich arbeite sehr gerne und das ist ein schönes Hilfsmittel, kostet glaube ich 18,95 €, muss ich mal gucken, habe ich ihn hier irgendwo? Ah ja, den Color Coach, 17,95 € kostet er, da sind die beiden Farbfamilien, also die beiden In-Color nicht mit dabei, die kosten jeweils 2,95 € noch dazu. Und zwar ist das der Color Coach, ihr habt hier Farbkarten von jeder Farbe aus dem Sortiment, das ist ganz nice, aber ihr habt hier hinten, und das ist echt Gold wert, Farbvorschläge. Zum Beispiel, wenn ihr euch die Farbe, welche nehmen wir denn mal, Aquamarin rausnehmt und sagt so von wegen, ich würde gerne in Aquamarin mit Aquamarin was machen, dann habt ihr hier Farbvorschläge, die gut mit dazu passen. Ihr habt einmal die jeweils korrespondierende dunklere Farbe. Das ist bei Aquamarin, habt dann Petrol. Es ist, glaube ich, nicht immer eine korrespondierende Farbe dabei, aber in diesem Fall ist es Aquamarin und Petrol. Das ist wirklich so vom Farbton her hell, dunkel. Dann habt ihr Farbvorschläge. In dem Fall wären es jetzt Aquamarin, Currygelb und
Olivgrün, die ihr gut kombinieren könnt auf einer Karte zusammen. Da geht euch nichts schief, irgendwie kein Krebs für die Augen. Oder aber ihr habt hier unten Aquamarin, Wasabi-Grün und Schokobraun. Das ist auch eine schöne Kombination. Das sind gedecktere Farben. Und so habt ihr zu jeder Farbe auf der Rückseite, hier haben wir bei Blauregen zum Beispiel, Blauregen, Himmelblau und Saharasand, finde ich persönlich eine sehr schöne Farbkombi. Oder aber auch hier unten Blauregen, Zartrosa und Chili. Das ist, finde ich, auch sehr schön. Passt sehr gut zueinander. Und der ist so ein echt nützliches Hilfswerkzeug. Wenn ich mal nicht weiter weiß, wo ist mein Color Coach, wo ist mein Color Coach, dann muss ich da reingucken und der hilft mir ganz häufig weiter. Müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Geld gleich am Anfang ausgeben wollt. Ich finde, er ist Gold wert. So, das waren jetzt Stempelfarben. Dann haben wir Papiere, das habe ich eben schon mal angeschnitten. Und zwar gehört für mich in ein Basic-Set unbedingt Savanne. Das sind DIN A4. Wir haben es auch in 12x12 noch Blätter. Jetzt stellt er gerade unscharf. Das sind DIN A4 Papiere und die eignen sich super, um damit eine Kartenbasis oder eine Verpackungsbasis herzustellen. Ich finde, das ist ein unerlässlicher Farbton, der sollte in jedem Bastelschrank liegen. Unsere Papiere sind, soweit ich das in Erinnerung habe, haben die eine Stärke von, hier steht es auch, von 216 Gramm. Also sie sind schon recht kräftig. Außer Flüsterweiß und Vanille. Die haben, das steht auch nicht dabei, ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, was sie für eine Textur haben. Ob es hier drauf steht, auf den ersten Blick sehe ich es nicht, glaube nicht. Auf jeden Fall sind, das ist Flüsterweiß, gehört auch zu den Basics für mich dazu. Ich muss hier was reinlegen, sonst wird es unscharf. Gehört zu den Basics mit dazu. Ist ein bisschen dünner als Savanne. Und ich finde, es stempelt sich sehr, sehr gut auf Flüsterweiß. Es ist eine ganz glatte Struktur, habe ich auf dem Markt noch nichts Vergleichbares gefunden. Ist ein Basic. Seitdem ich es das erste Mal hatte, bestelle ich es immer wieder und ich habe es immer auf Vorrat zu Hause liegen. Also Flüsterweiß ist unerlässlich. Und dann gibt es natürlich, das ist jetzt Altrosa, alle Farben auch als 24 Blatt für 8,50 Euro. Wenn ihr nicht die gemischten Sets nehmt und eine ganz spezielle Lieblingsfarbe hat, lohnt sich im Laufe der Zeit auch dann mal solche Packen dazu zu kaufen. Das ist eigentlich so von den Basics. Savanne und Flüsterweiß müssen ins Papierpaket mit rein. Und dann gerne ein gemischtes, je nach Farbfamilien, gemischtes Papier mit dazu. So. Farben haben wir fertig. Jetzt haben wir, oh Gott, ich hoffe, ich langweile euch nicht und ich hoffe, es wird nicht zu ausschweifend und nicht zu irritierend, aber es ist halt ein umfangreiches Sortiment, was wir haben. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten zu kolorieren. Ich habe hier mein komplettes Markersortiment. Ich habe euch gerade schon gesagt, ihr könnt die Marker, zum Beispiel gibt es für die InColor jeweils 5 Stück zu 15,95, auch nochmal ein Schnäpperle mit dabei. Ihr könnt die Marker einzeln kaufen, ihr könnt sie aber auch, wenn ihr zum Beispiel Gastgeberin seid und 50% Artikel habt, diesen Markerkoffer, der glaube ich 121 Euro oder sowas kostet, bestellen. Dann habt ihr das komplette Markersortiment. Es ist nice, es muss nicht komplett sein. Wie gesagt, wir haben einzelne Marker im Sortiment, das seht ihr im Katalog. Und vielleicht geht ihr pro Farbfamilie irgendwie mal so Step by Step vor. Ihr müsst nicht den kompletten Karton euch bestellen. Was ich euch aber zeigen wollte ist, ich hole mal eben noch einen Stempel. Am besten, da greife ich schon mal ein bisschen aus der letzten Folge vor. Ihr könnt eure Stempel super gut mit den Markern kolorieren. Ihr nehmt euren Stempel, nehmt ein Stempelkissen, einen Rest flüsterweißen Karton und dann nehmt ihr diese breite Spitze, die Pinselspitze, also es gibt immer eine dünne Schreibstiftspitze und eine, ups, so komme ich ins Bild, und eine Pinselspitze. Und mit der Pinselspitze könnt ihr eure Stempelkissen einfärben und einmal abstempeln. Und damit habt ihr einen Stempelabdruck. Deswegen sage ich, ihr müsst ja zum Beispiel das Espresso, finde ich, als Stempelfarbe gerade für Schriften super. Aber für den Anfang reicht es, wenn ihr vielleicht so einen Stift für 3,95 nehmt, anstatt das Stempelkissen. Dann könnt ihr das Geld lieber für ein Stempelkissen für eine andere Farbe einsetzen. Damit kommt ihr am Anfang ganz gut klar. Ich will euch mal auch ein Beispiel zeigen. Ich habe mir hier so ein paar Karten rausgesucht. Zum Beispiel diese Karte. Dies ist ein Stempel.
hier oben, das Windelpaket oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, es ist ein Spielzeug, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keine Kinder, ich bin im Baby nicht so bewandert. Und diesen Stempel habe ich direkt, wie eben auch diesen Schriftstempel, mit mehreren Markern eingefärbt und abgestempelt. Und das, finde ich, ist echt ein schöner Effekt. Könnt ihr mit Markern super gut machen. In diesem Fall sind es die pastellfarbenen Inkolors, die 2013 bis 15. Ich muss immer überlegen, mit den Jahren komme ich gerne mal durcheinander. So, dann haben wir im Sortiment, neben unseren Markern, die lege ich mal hierher, haben wir auch Mischstifte. Mischstifte sind, die haben hier so eine wasserähnliche Flüssigkeit innen drin, die sind Natur. Und ihr könnt mit den Mischstiften auch sehr schön kolorieren, indem ihr nämlich einfach mal in euer Stempelkit einmal so drauf drückt, zusammendrückt, und dann habt ihr hier Farbe im Deckel. Und dann geht ihr mit euren Mischstiften da rein und könnt so wie Aquarellfarben kolorieren. Ihr solltet nicht so häufig rübergehen bei Flüsterweiß. Gerne nehmt ein Aquarellpapier als Untergrund. Ich suche mal gerade eine Karte in meinem Sortiment. Genau. Diese Karte hier zum Beispiel, die habe ich mit den Mischstiften koloriert, mit mehreren Stempelfarben und dann mit den Mischstiften. Ist ein sehr schöner Effekt und das Papier ist ein Aquarellpapier. Die habt ihr. Ähnlich aquarellieren könnt ihr mit unseren Wassertankpinseln. Wie der Name schon sagt, da sind hier hinten Wasser, ist hier hinten Wasser drin. Und es ist auch im Prinzip eine Aquarelltechnik, wo ihr Aquarellpapier zu benutzen solltet. Na, könnt ihr sehr schöne Effekte, der ist jetzt sehr feucht auch, erzielen, aquarellieren. Das ist aber was wirklich nachher für geübte Kolorationen und die sind nicht günstig und sie sind auch für mich nicht wichtig für den Anfang. Wichtig für den Anfang, finde ich, oder schönes Tool sind diese Mischstifte. Die geben nicht zu viel Feuchtigkeit ab und damit könnt ihr echt schön kolorieren. So, und dazu gibt es jetzt noch, nächste Möglichkeit sind noch unsere Mixmarker, damit ich euch nicht komplett durcheinander bringe. Die Mixmarker sind auch die Blendabilities, das sind Alkoholmarker. Und zwar sind die auf Alkoholbasis und ihr könnt damit, ich bin total begeistert von den Teilen, super gut kolorieren. Ihr habt auch immer eine dünne und eine dicke Spitze und vor allen Dingen könnt ihr streifenfrei kolorieren. Da gibt es die Farben, die wir im Sortiment haben, sind aufeinander abgestimmt, von hell bis, ihr müsst darauf achten, dass ihr die gut zumacht, weil Alkohol ist flüchtig, bis dunkel. Seht ihr, der hier ist schon mal nicht mehr ganz so gut in Schuss. Der war wahrscheinlich nicht richtig zu. Und im Vergleich dazu hätten wir dann den Marker. Und bei dem Marker seht ihr, dass er nicht so schön verläuft. Er macht nicht so einen glatten Aufdruck. Ist der jetzt hier gerade mal nicht geeignet, aber ihr seht den Unterschied. Die Alkoholmarker sind zum Kolorieren echt schön. Ich mag sie total gerne. Das seht ihr hier zum Beispiel auf der Karte. Das Blümchen habe ich mit Alkoholmarkern koloriert. Und das kleine Blümchen auch. Echt schön vom Farbverlauf. Ihr könnt gut Schattierungen machen. Was ihr beachten solltet ist, bei den Alkoholmarkern und unseren Mischstiften oder Stampin' White Markern. Ihr braucht, um diese Konturen zu stempeln, euren Stempelabdruck, braucht ihr zwar unterschiedliche Stempelkissen. Und zwar das Stats On oder wie auch immer es heißt, das ist eine permanente Tinte, mit der könnt ihr auch auf Folie, Glas oder sonst irgendwo stempeln. Diese Tinte ist permanent. Diese Tinte eignet sich aber nicht für die Alkoholmarker, weil die reagiert miteinander, die beiden reagieren miteinander und dadurch verschwimmt es. Also die Stats-on-Tinte ist wasserfest und damit geeignet für unsere Aquarellstifte, für unsere Wassertankpinsel, für die Aquapainter, die Mischstifte und unsere normalen Stampin' White Marker. Da gehört die Stats-on-Tinte hin. Dann haben wir ja neu das Memento-Stempelkissen. Und das ist ein Stempelkissen auf Wasserbasis. Wie der Name schon sagt, Wasserbasis. Dieses Stempelkissen würde mit den Aquapaintern, Mischstiften und Stampin' White Markern reagieren und verwischen.
dieses Stempelkissen eignet sich nicht für die wasserlöslichen Farben. Dieses Stempelkissen eignet sich super für die Blendabilities, für die Alkoholmarker. Also den Unterschied solltet ihr machen. Wenn ihr jetzt also kolorieren möchtet, solltet ihr im Vorfeld entscheiden, möchte ich mit Alkoholmarkern kolorieren, dann braucht ihr das Memento-Stempelkissen. Möchtet ihr mit wasserlöslichen Farben kolorieren, braucht ihr das Staatsson. Auch wenn ihr mit normalen Aquarell-Tuschkasten kolorieren wollt, das Staatsson-Kissen. Also die Unterscheidung müsst ihr wissen. Ja, und damit bin ich eigentlich, was Farben, also wir haben unsere Stempelkissen, wir haben die Marker, wir haben die Alkoholmarker, das haben wir alles. Designerpapiere habe ich euch vorgestellt. Papiere, ja, und das war es im Prinzip zum Thema Papiere, Stempelkissen, Farben. Das war das zu dem Thema. Und jetzt mache ich euch nachher gleich im Anschluss noch das Thema Stempel, Stempelsets und Stanzen fertig. Das wird auch nochmal sehr umfangreich. Deswegen habe ich es an dieser Stelle gesplittet und sage erstmal Tschüss aus Hamburg. Tschüss.